Am 6. August 1945, um 8.15 Uhr Ortszeit, detoniert in 580 Meter Höhe über der Innenstadt von Hiroshima eine Bombe. Wenige Sekunden später hatte die Druckwelle 80% der Innenstadt dem Erdboden gleichgemacht. Es entstand ein Feuerball mit einer Innentemperatur von über 1 Million Grad. Die Hitzewirkung ließ noch in über 10 Kilometer Entfernung Bäume in Flammen aufgehen. Der Atompilz stieg 13 Kilometer hoch und kam als radioaktiver Niederschlag zurück. 180.000 Menschen waren sofort tot. Die nukleare Strahlung tötete in der Folge weitere 60.000 Menschen. Die noch Lebenden flohen vor der unerträglichen Hitze zum Fluss, tranken verseuchtes Wasser und verbluteten dann qualvoll an inneren Verletzungen. Die Hitzewelle war so gewaltig, dass bei den Menschen die oberste Hautschicht buchstäblich verdampfte. Der gleißende Blitz der Explosion brannte Schattenrisse von Personen, stehen gebliebene Häuserwände ein, ehe die Druckwelle die Personen fortriss. Nimmt man die Spätfolgen hinzu, starben an der Bombe 98% der damaligen 240.000 Bewohner von Hiroshima.